Irgendwie gelang es Mario also, Wüste und drückende Hitze zu überstehen. Vor ihm erstreckten sich nun Ruinen, die aus dem Sand ragten. Dankbar für etwas Schatten setzten Mario und Tippi ihre Reise fort. Vor diesen Ruinen hatte sie Onkel Passauf gewarnt. Was verbarg sich wohl in den vor ihnen liegenden, zwielichtigen Gängen? Kapitel 1.4. Das Monster der Ruine. Mario, ich kann es spüren. Das reine Herz befindet sich in der Nähe. Aber aus den Sanddünen geht noch etwas hervor. Sei vorsichtig, Mario. Da wartet etwas auf uns. Und damit willkommen in den Linienstein-Ruinen. Da sind wir wieder. Und habe ich jetzt die richtige Taste gedrückt? Ja, die habe ich gedrückt. Wunderbar. Ja, wir sind jetzt hier in sehr, sehr coolen Ruinen. Eieiei, sieht das cool aus. Wir haben immer noch unsere Hand zur Verfügung. Unser Begleiter, es ist auch sehr, sehr gut, wird auch weiterhin so bleiben, dass wir den zur Verfügung haben. Und gucken wir mal, was wir hier so erreichen können. Hier ist schon mal eine Tür. Allerdings, den 3D-Bereich kann ich ja auch mal abchecken. Aber da scheint ja nichts zu sein. Okay. Sieht auf jeden Fall interessant hier aus. Mal gucken, was uns drinnen erwartet. Haufenweise andere Gegner und so. Ja, genau. Pickelkäfer zum Beispiel. Und haben wir sonst noch was? Hier haben wir einen Block. Ah, ich kann gar nicht auf den drauf springen, wenn er halt in der anderen Perspektive ist. Verstehe. Wow. Uiuiui. Ist der auf mich draufgefallen oder habe ich das jetzt nur nicht... Also ich meine, er ist nicht auf mich draufgefallen, aber na gut. Ein Level Up. KP um 5 angestiegen. Nice. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Denn ich kann hier hoch. Gibt es jetzt insgesamt mehrere Wege? Ups, das war Fail. Gehen wir erstmal hier oben links lang. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ein Gegner. Es bleibt doch nicht beim Gegner, oder? Doch, das bleibt beim Gegner. Hier ist einfach nur ein anderer Gegner halt. Ernsthaft? Und auf der anderen Seite, oben rechts. Hier muss doch was sein, oder? Außer dieser eine Gegner. Ja, da ist zumindest schon mal eine Leiter. Okay. Das heißt, hier runter geht es. Und da, was gibt es da? Bestimmt so eine Karte. Nee, ein Lebenspilz. Halt automatisch 5 KP, falls die KP auf 0 sinken. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, wunderbar. Dann gehen wir wieder hier hoch. Und dann können wir nun die Tür betreten. Und weiter hier fortfahren. Bisher haben wir wirklich kaum was in 3D gesehen. Das Coole ist, wir können hier einfach das mal ein bisschen überspringen. Keine Lust darauf. Und dann gibt es da ein paar Blöcke. Und ich bin jetzt erstmal wieder kurz in die Perspektive gegangen, um überhaupt ein bisschen Energie aufzuladen. Und dann kann ich so hier dann rein. Denn da gibt es den Schlüssel für die andere Tür wahrscheinlich. Okay, solche Viecher. Ich warte noch kurz, bis meine 3D-Fähigkeit aufgeladen ist. Danke. Dann kann ich das hier einfach mal ein bisschen überspringen. Zack, zack, zack. Aber da muss ich in 2D wechseln. Ah, ja, ja. Ja, das ist Mano. Da scheint wohl der Schlüssel zu sein. Macht schon auf, mach schon auf. Yay! Das ist cool. Komm, da können wir jetzt auch einfach drüber springen. Wir können ja hoch genug springen, also da braucht man eigentlich nicht die 3D an sich. Ja. Schnell hier durch und da den Ruinenschlüssel einsetzen. Und dann will ich jetzt mal kurz was gucken. Ich habe das Gefühl, dass meine Kamera ein bisschen zu hoch ist. So, jetzt kann es ja weitergehen. Ich bin kurz in Startmenü gegangen, weil ein Käfer meinte, sich nähern zu müssen. Und mein Mikro muss jetzt auch ein bisschen höher. So. Und dann gucken wir mal kurz hier in dieser Ansicht. Aha, aha, aha. Gut. Das heißt, dann besiegen wir dich mal ganz schnell. Da oben kann es auch noch was geben. Tut es aber nicht, schade. Und da unten im Sand, da kann ich springen, um an die paar Münzen ranzukommen. Nice to have. Nice to have. Wieder zwei Türen. Aber da komme ich irgendwie nicht hoch. Komme ich so hoch? Aha, aha, aha. Kann ich hier rauf und dann perfekt. Weil mit einem normalen Sprung hat das jetzt einfach nicht funktioniert.
Ein blauer Schalter. Was macht der? Da ist eine Röhre. Und da kommen Gegner raus. Das ist doch nett. Die kann ich besiegen. Aber ich brauche die Gegner auch, um an den blauen Block ranzukommen. Kann das sein? Entweder ich muss auf die drauf springen, um höher springen zu können. Das ist einerseits eine Möglichkeit. Nee, das funktioniert nämlich nicht. Dann müssen wir unsere Hand da verwenden. Oder ich kann doch eigentlich auch... Ach so, ich kann die nicht so ganz werfen, wie ich Gegner werfen kann. Verstehe. Außerhalb des Raumes ist ja gerade etwas passiert. Ja, habe ich auch gesehen. Ich wollte dich noch besiegen, Mensch. Kann man hier nicht rein theoretisch Punkte farmen mit den Gegnern? Dauert zwar eine Ewigkeit, aber rein theoretisch war das doch möglich, oder? Oder vielleicht ist das auch begrenzt. Kann natürlich auch sein. Ist irgendwann da... Dass man da irgendwann keine Punkte mehr kriegt. Warte. Die Tür ist noch nicht offen. Außerhalb des Raumes ist etwas passiert. Warte. Jetzt bin ich irgendwie nicht mitgekommen. Hier ist sonst weiter rein gar nichts passiert. Kann das sein? Ja, es ist so. Das ist so. Das ist so. Das heißt, es muss weiter links was passiert sein. Hier nämlich. Aha! Mal einer an. Guck mal einer, guck. So, ich möchte darauf. Ich habe nicht viel Zeit hier in der 3D an sich. Warum funktioniert das nicht? Irgendwie funktioniert das nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Oder kann ich die mit der... Aha, ich kann den auch mit der Hand holen. Verstehe. Okay, okay. Das ergibt natürlich Sinn. Dann können wir hier den Ruinenschlüssel einsetzen. Dann muss ich wirklich häufiger denken, dass ich mit der Hand einiges holen kann. Unerreichbare Dinge. Ich glaube, es wird mich noch ab und zu mal noch verfolgen. Und was ist denn hier jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Keine unsichtbaren Blöcke? Wie soll ich an diese Tür da rankommen? Hier ist ja nicht mal was versteckt oder so. Hä? Warte, warte. Wir können doch mit uns... Ich vergesse immer wieder die Wii-Verbindung. Aha. Dann werden wir das mal hervorbringen. Meistens denke ich dann an die Wii-Verbindung, sobald mir keine Lösung mehr einfällt. So, schon wieder ein Schlüssel. Hier zwei Käfer. Zack. Komm, du nehme ich mal mit. Ah, der kommt wieder zurück. Okay. Schnell hier durch. Es ist heiß. Es ist heiß. Es ist heiß. Den Schlüssel kann ich so, denke ich mal, nehmen. Wo ist denn der Schlüssel? Muss ich den erstmal. Ah, ich muss den erstmal so. Okay. Aber das scheint. Oh, der Käfer kommt jetzt hier lang. Hier scheint ja auch noch was zu sein. Komm, mach schon 3D. Mach schon 3D. Danke. Nee, hier ist nichts. Okay, ja gut. Dann gehen wir kurz. Doch, doch. Guck mal hier. Hier ist was. Das hätte ich beinahe übersehen. Aber was ist denn hier? Da geht's nur dahin. So. Ja, toll. Ich dachte, ich habe voll das coole Secret jetzt hier. Aber da ist noch ein Secret. Aber dazu brauche ich wieder bessere 3D-Ansicht. Und der Käfer, du kommst mal her. Ja, kann ich so lange noch ein paar Punkte holen. Wenn ich den treffe. Auch hier kann man auch schön Punkte holen. Das geht auch immer weiterhin. Ich will mal kurz gucken, ob das irgendwann aufhört. Es hört gar nicht auf. Da kann man ja unendlich Punkte holen. So, ein letztes Mal noch. Zack. Oder, warte, warte. Ich habe das Gefühl, dass die Punkte jetzt nicht mehr gezählt wurden. Wurden die jetzt noch gezählt? Punkte sind zwar hochgegangen, aber ich glaube, die wurden nicht mehr gezählt. Muss ich irgendwann nochmal ausprobieren. Autsch. Warum lädt sich manchmal das alles auf? Oh, ich stelle mich gerade so doof an, diese blöden Gegner zu treffen. So, zack, die wurden gegenseitig zerstört. Und da haben wir eine Bummelkäferkarte. Nice. Okay, dann können wir hier zurück und die Tür öffnen. Mal sehen, ob wir heute schon an dieses reine Herz rankommen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Und sobald wir das reine Herz haben, können wir zurück zu Flipstadt gehen. Und dementsprechend dann da den Schlüssel einsetzen. So, was ist hier erfordert? Ich will kurz das Ganze mir mal in 3D-Ansicht ansehen. Okay, ist eigentlich
keinen Unterschied. Aber hier ist eine Leiter. An die muss ich denken. Okay, hier gibt es sowieso nichts weiter. Ich weiß nicht, vielleicht sind da wieder unsichtbare Blöcke. Das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter da hinten. Sonst ist hier weiter nichts. Aber wo sind wir denn jetzt hier? Boah, ich dachte, ich falle jetzt ganz schön weit runter. Aber nee, das war ja sehr harmlos. Das ist ein schöner roter Knopf. Ein sehr schöner roter Knopf. Ich bin weg hier, ich bin weg hier. Aha. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Können wir direkt... können wir da auch runterspringen? Ich probiere es einfach mal. Okay, aha, und somit kommen wir an diese Tür heran. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Drei verschiedene Schalter. Mindestens vier sogar. Warte, dieser hier ist relativ durchsichtig. Der linke, aber... Ne, das hat glaube ich nichts zu bedeuten. Und sonst gibt es hier weiter nichts. Irgendein Rätsel scheint das jetzt so zu sein. Aha. Eins. Zwei. Drei. Vier. Speicherblock da oben. Und eine Röhre sehe ich. Schöne große Treppe. Ich mag das, wie sich das immer dann so aufbaut. Das gibt es in den heutigen Paper Marios leider nicht mehr. Was ich sehr, sehr schade finde. Jetzt gehen wir mal ganz brav und friedlich die Treppe hoch. Ich glaube, da unten war sonst weiter nichts mehr. So, Spiel speichern. Dieser Block ist ja... Okay, der ist als alleiniger Block da. Da ist dahinter oder davor kein weiterer Block versteckt. Und gibt es jetzt vielleicht einen Bosskampf oder so? Speicherblock, Heilungspilz, Röhre. Das sieht sehr verdächtig aus. Wir sind jetzt wieder in der Wüste. Achtung! Was kommt denn da auf mich zu? Oh, hallo! Wer bist du denn? Eindringling entdeckt! Verschwinde oder du wirst entfernt! Bitte warten! Suche wird eingeleitet! Erkenne rote Mütze, erkenne blaue Latzhose, erkenne Schnurrbart mit Bartstufe 5. Außergewöhnlich. Identifizierung möglich. Unmöglich. Bitte warten. Durchsuche Datenbank. Schön. Suche beendet. Eine Übereinstimmung. Systemüberlastung. Legendärer Held identifiziert. Vergib mir, Held. Man nennt mich Low Cost. Meine Aufgabe ist es, das reine Herz unter allen Umständen zu beschützen. Du bist spät. Ich warte schon seit tausenden von Jahren auf dich. Du darfst passieren. Das reine Herz ist da vorne. So ganz einfach machen wir es ihm nicht. Dir nicht. Wer spricht da? Du. Freut mich, dich und deinen Bart kennenzulernen. Ich bin Knickwitzmeister der Dimensionen und der Liebling des Publikums. Ich bin Dimensio. Merke dir diesen Namen. Ich kenne dich. Du bist dieser... Es wäre schade, wenn dein Abenteuer so enden würde. Lieber ein Ende durch Magie. Das gefällt mir schon besser. Jetzt können Robo und du euch die Zeit ein bisschen vertreiben. Futterzeit, wenn ich das anfügen darf. Und du bist das Futter. Ciao! Oh no. Was hat er da gerade? Fehler! Neustart durch Knopfdruck einleiten.
System konnte nicht geladen werden. Bitte legen Sie die Installation Disk ein. Disk wurde nicht gefunden. Ladefehler. Bitte Bootdisk einlegen und erster. Ah, keine Antwort. System nicht befreit. Aber Anwendungsfehler. Bitte speichern und beenden. Daten verloren. Gute Arbeit durch die Warte auf Prozessoren. 401 Fehler wurde nicht gefunden. Drohnenstufe wird auf Stufe. Detonation steht bevor. Piep. Erkennungsanfrage läuft, Beleidigungsgenerator wird gestartet. Öffne Ergebnis .txt. Ergebnis verschwindet, du alter Jedi. Steuerung alt, entfernen. Ist das geil. Für mich als gelernter Fachinformatiker ist das echt nice. Schön. Ja, das ist mal jetzt ein Bosskampf, wie man ihn vielleicht bisher noch nicht gesehen hat hier in diesem Let's Play. Mal gucken. Wir hatten zwar im letzten Part einen kleinen Bosskampf, aber ich glaube, das hier ist jetzt nochmal was ganz Größeres. Okay, da ist das vorbei. Kann ich 3D machen? Ja, kann ich sogar. Bringt mir das was? Bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht brauche ich das später. Kann ja sein. Ah! Er zielt, er zielt, er zielt und er trifft nicht. Das ist ja so gut. Aber gut. 3D bringt hier nichts. 3D bringt bisher nichts. Aber vielleicht brauche ich das später noch. Vielleicht brauche ich auch unsere Hand. Das kann natürlich aus. Ey, was waren das da gerade? Waren das die Füße? Ich glaube ja. Ich muss erstmal herausfinden, wie dieser Kampf überhaupt funktioniert. Ich kann fühlen, dass er von rechts kommen wird. Wenn er die 3D anzieht. Ah, das ist natürlich eine sehr kluge Idee. Aber ich kann leider bisher noch nichts machen. Irgendwann wird der Moment kommen, wo ich angreifen kann. Zack. Kurz wieder 3D wieder regenerieren. Dass ich das nochmal einsetzen kann, wenn es nochmal kommt. Eieiei. Ja, beeindruckend sieht er auf jeden Fall aus. Sehr beeindruckend. Erinnert mich an den Boss von Super Mario Galaxy. Der erste Boss. Der erste. Oh ne, das war Galaxy 2. Galaxy 2 meinte ich. Ich kann hier leider nichts machen. Nicht mit unserer Hand. Mit gar nichts. Muss ihn ja irgendwie angreifen können. Vielleicht jetzt? Nee, haben wir nicht. Ah, das sind die Beine da. Ganz kleine Beine. Im Gegensatz zum Körper. Okay, ich hab nur mal kurz geguckt. Das ist ja von... Ja, ich hab doch gerade... Ich hab doch gerade geguckt. Wo war denn der? Vielleicht da drauf? Das ist eine gute Idee, glaube ich. Oder? Es sieht richtig aus. Ich muss ihn irgendwie neu starten können. Was seid denn ihr für Dinger? Muss ich euch alle besiegen oder was ist hier los? Ich glaube, kann sein. Ich weiß halt nicht ganz genau, was ich jetzt machen soll. Kann ich da aufgehen? Nein, kann ich nicht. Ah, toll. Jetzt habe ich mich treffen lassen. Warte! Ach! Jetzt brauche ich natürlich die Hand. Natürlich. Und zack. Ja, nicht ganz so. Aber ungefähr. Ja, genau so. Ah! Hat es lange gedauert, bis ich darauf komme. Ah! Typisch ich. Typisch ich. Okay, das. Und dort aus bringt das nichts. Hallo? Danke. Springen und dann werfen. Springen, werfen. Aber so ganz funktioniert das leider nicht immer. Aber er lässt uns ganz schön lange hier drauf. Das muss ich schon mal sagen. Aber jetzt fallen wir wieder runter. Ja gut, dann... Dich besiege ich noch schnell. Und runter geht's. Ach, warte. Ich bin auf dem Kopf direkt gelandet. Das ist doch sehr, sehr schön. Nicht besiegen, sondern hier. Zack. Ja gut, das war nichts. Sehr schön. Ach, gleich die da hinten alle besiegt. Ich brauche wieder neue. Danke. Und zack. Ja komm. Laufen wir mal mit und dann springen wir wieder im richtigen Moment. Das war nichts mit Springen. Okay, jetzt sind wir wieder unten. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben das ganz gut gemacht. Jetzt weiß ich wenigstens schon mal, wie es funktioniert. Und das ist schon mal ganz gut. Manchmal brauche ich Ewigkeiten, bis ich auf sowas komme. Ja, da wird er angreifen. Von... hinten. Und da kann ich... Ah, da kann ich nicht auf ihn drauf springen. Das wird nichts.
Müssen warten, bis er von der Seite kommt. Ich glaube, er bereitet sich vor. Kann das sein? Ja, durchaus möglich. Er verschwindet auf jeden Fall da hinten im Nebel, der nicht vorhanden ist. Ja, genau. Diesmal hat Pixel auch nichts gesagt. Interessant. Oder Pixie oder Pixel, wie auch immer. So, auf geht's im Kopf. Ja, gut, draufspringen ist jetzt eher. Naja. So, sehr schön. Schön durchdrücken. Und zack. Und zack. Systemabsturz. Fehlfunktion. Was habe ich nur getan? Schadenmodul aktiviert. Held, mein Fehler. Es tut mir leid. Bitte, du musst die Welt retten. Alles gut. Alles gut. Oh nein. Das wollte ich ihm. Nein. Oh Mann, oh. Nein, der arme Drache. Ja, da geht es wohl jetzt rein. Und da scheint wohl das reine Herz zu sein. Ob das Ding kriegen, ich weiß es nicht. Ein altertümlicher Tempel. Interessante Musik. Willkommen, Held. Mein Name ist Merlumina. Oh. Ich bin eine ruhige Seele. Ich habe lange gewartet. Ziemlich genau 1500 Jahre. Und das alles, um dir das reine Herz zu übergeben. Laut Name sah dieser Geist ein bisschen weiblicher aus. Also laut dem Namen halt. Dein Erscheinen bedeutet, dass es begonnen hat. Die Welten kollabieren. Ja, es hat begonnen. Deshalb sind wir hier. Wir müssen reden, bevor ich dir das reine Herz gebe. Hör mich an, Held. Vor langer Zeit schuf mein Volk eine Zivilisation, die als Leuchtfeuer der Kulturgeschichte vererbt wurde. Eines konnten unsere Kräfte und unsere Kultur aber nicht verhindern. Das dunkle Prognostikon. Niemand weiß, wer das dunkle Buch verfasste, aber es sagt die Zukunft voraus. Auf der letzten Seite steht geschrieben, dass eine Kraft die Welten verschlingen wird. Wir waren uns bewusst, dass man es stoppen musste. Ein Plan wurde entwickelt, der die Tragödie aufhalten sollte. Um das Chaos zu besiegen, benötigten wir etwas mit der reinen Essenz der Liebe. Wissenschaftler begannen mit der Arbeit. Und so entstand das reinste Herz. Das Herz wurde in 8 Stücke aufgeteilt und in den Dimensionen versteckt. Dort sollten sie verweilen bis zum Tag, an dem der Held erscheinen würde. Alles verlief der Plan. Zumindest schien es so. Das Schicksal hatte jedoch einen anderen Plan. Es begann mit einem kleinen Zwischenfall. Zu dieser Zeit war ich noch jung und nebenbei bemerkt ziemlich hübsch. Dann kam der Tag, an dem ich 2 feschen jungen Herren begegnete. Von diesem Punkt an wurde mein Leben zu einem Strudel der Liebe. Also ich lud den einen, aber dann... Es war... Ja, du weißt schon. Prinzipiell, als ich sage dann, und er sagte, und dann. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Und deshalb hat das reinste Herz die Kraft, das Chaos zu beenden. Um die Welten zu retten, müssen wir also die 8 Stücke finden. Mit ihnen können wir dann das reinste Herz wiederherstellen. Das ist alles, was ich zu dieser Geschichte sagen werde. Hast du aufmerksam zugehört? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wunderbar, ich habe extra nur die Kurzform der Geschichte jetzt. Es gibt eine Langform? Nun ist es an dir, die reinen Herzen zu finden. Sie sind unsere letzte Chance. Ziehe los, junger Held. Rette die Welt. Unsere Hoffnungen sind mit dir. Da ist das reine Herz. Eins dieser 8 Teile. Und zwar, um genau zu sein, das 2. Was wir jetzt haben. Nice! Du hast ein reines Herz erhalten. Ja, das sehe ich. Ende des Kapitels. Yo! Bevor sie entspannt, gab Merlumina Mario den Auftrag, alle Welten zu retten. Sie hatte 1500 Jahre gewartet, um Mario die Nachricht zu überbringen.
Mario war nach dem Erhalt des zweiten reinen Herzens guter Dinge. Aber es galt, noch weitere 6 reine Herzen zu erlangen. Tippi gab den Weg vor. Ich denke, wir sollten nach Flippstadt zurückkehren. Die Bürde aller Welten lastete schwer auf den Schultern unseres Helden. Und das war's dann für diesen Part. Im nächsten Part werden wir das reine Herz dann einsetzen und dann eventuell schon in die nächste Welt gehen. Darauf freue ich mich. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Und tschüss.